So, hallo, wir machen weiter bei Things. Letztes Mal haben wir das Höhlenlevel abgeschlossen, wo man runterfällt. Und dann noch das Wasserlevel, was ich ganz schön fand, dass wir das auch gleich geschafft haben. Und jetzt geht's zu Friendship is Magic. Und ich glaube, das ist ein Level, wo mir ein Lakitu von unten irgendwie hilft. Ich kann mich aber nicht so genau daran erinnern. Wir werden gleich mal gucken, ob das das ist. Ich muss erstmal in die Textbox kommen. Genau, genau, da unten ist er. Your friend will toss things for you to jump on. Richtig, genau. Der Kollege hier, der kann nämlich Plattformen schmeißen. Und das müssen wir ausnutzen. So, aber erstmal müssen wir überhaupt hier durch den Anfang. Oh, Gott. Oh Gott, der Anfang. Ih, der Anfang ist ekelhaft. Ih, der Anfang ist ekelhaft. Uff. Oh Gott. Okay. Oh, der Anfang ist ekelhaft. Oh, das spüre ich jetzt schon. Der Anfang ist richtig ekelhaft. Oh, nee. Okay. Uiuiui. Uiuiui, da muss ich viel mit der Sprungtaste arbeiten. Oh Gott. Oh je. Oh je. Okay, den Anfang werden wir eine ganze Weile sehen. Oh je. Oh, nee. Der Anfang schmeckt gar nicht. Da mache ich irgendwas falsch, dass das nicht hin. Oh, nee. Oh, nee. Ach du Scheiße. Okay, das wird kritisch. Ja, okay. Wir sind mal endlich mal hier. Oh nein. Oh Gott, das wird kritisch. Das ist ein Level, das sah beim Zuschauen. Als HF das gespielt hat, sah das beim Zuschauen nicht mal ansatzweise so schlimm aus. Da habe ich den Anfang überhaupt nicht gespürt. Da ist HF einfach durchspaziert. Jetzt, wenn ich selber diesen Anfang spielen muss, oh mein Gott, das ist gar nicht meins. Ah. Oh, nee. Uiuiui, da muss man wirklich sehr viel... Diese ich glaube, sind es wieder diese Weak Webs? Schon so ein bisschen, ne? Ich glaube, das ist das. Also ich muss jedenfalls mit der Sprungtaste arbeiten. So, sozusagen, wenn ich abspringe, dass ich weniger abspringe, als man normalerweise abspringen würde und so weiter. So, jetzt haben wir den Rhythmus. Okay, wir hatten den Rhythmus. Aber wir kamen schon mal ein bisschen weiter. So, ja? Nein. Muss der Manche da am Schluss noch sein? Muss der da wirklich... Also, kann der da nicht einfach mal Urlaub machen oder so? So. Ah, jetzt kommt genau der Teil. Da muss man auch so ein bisschen... Ah! Okay, das sah wirklich beim Zuschauen so viel leichter aus. Oh je. Das wird eine Nummer. Das wird eine Nummer. Boah, ich bin gerade froh, dass wir mit dem Level nicht angefangen haben, weil damit hätten wir auch anfangen können, wären wir die andere Richtung gelaufen. Oh, da war das Poképulse-Level doch besser zum Anfangen. Eieiei. Ach Gott, ach Gott. Oh, dieser Anfang. Das ist jetzt halt auch was, wo ich nicht weiß, egal wie oft ich den Anfang spiele, ich habe nicht das Gefühl, irgendwie besser zu werden. Ich meine, ich krieg's dann manchmal hin. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich effektiv besser werde dadurch. Okay. Jetzt kommt die... Oh, nee. Haut's noch hin? Ja? Nein. Da muss ich irgendwie durch mit den... Okay. Musste man da durchfliegen oder einfach durchschweben? Ich glaube, da kann man nicht durchfliegen. Da muss man schon irgendwie durchschweben, ne? Ach du grüne Neune. Eieieiei. Okay, das untere darf ich nicht kaputt machen, sonst fällt alles um. Okay, nein! Ich meine, wir schaffen es jetzt öfter als am Anfang. Wir schaffen den Anfang jetzt öfter als am Anfang, aber es ist... Oh, das ist eine Stelle, die mich, nervös macht.
Oh, nee. Und an der Stelle werden wir mindestens die Hälfte des Videos verbringen. Oh, Gott. Also mindestens die Hälfte des Videos wird einfach aus dieser Stelle hier bestehen. Weißt du es jetzt schon? Und wie ich drüber jammer. Uje, uje, uje. Das sah wirklich viel einfacher aus, als ich zugeguckt habe. Oh Gott. Aber das muss doch bedeuten, dass, also wenn... Offenbar kann man ja lernen, mit diesen Dingern vernünftig umzugehen. So von der Sprungphysik her und so. Also keine Ahnung. Ich meine, ja, ich krieg's ja auch manchmal hin. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich dadurch lerne, wie es geht. Was? Hitbox! Was war das denn? Die hättest du mir schon geben können, theoretisch. Ich meine, das Ding ist, die sind ja eigentlich keine Punkte, sondern das sind ja Koopas und die sind ja eigentlich länglich. Wahrscheinlich ist deswegen die Hitbox gerade so komisch gewesen von der Art her. Ja. Das wirkt nämlich wie wenn, ja, die Ecke unten ist ja praktisch auch, zum, also die trifft mich ja auch sozusagen. Ist ja nicht nur die Kugel, die ausgefüllt ist, sondern mich trifft ja der ganze Koopa. Ja, ich sag schon nichts mehr. Ich sag schon nichts mehr zur Hitbox, ist in Ordnung. Ist akzeptiert. Also vielleicht spiele ich den Anfang aber auch falsch. Vielleicht kann man es irgendwie anders machen. Nee, ich wüsste nicht wie. Ich meine, da ist ja auch die Münze. Zum, an der Stelle springst du drauf. So, keine Ahnung. Oh nee, jetzt habe ich den verpasst. Da kommt man schon weiter. Ja, nice, 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 nice! War dann eher ein Nein als ein Nice. Okay, aber wir kommen jetzt öfter darüber. Wir sind bisher nur einmal zu der Feder gekommen und haben dann noch gar keine Ahnung, wie es mit der Feder weitergeht. Aber auch das werden wir noch hinkriegen. Da bin ich total überzeugt von. Nein, jetzt habe ich den unteren mitgenommen. Aber man muss so viel... Das seht ihr gar nicht. Das seht ihr gar nicht beim Zuschauen. Man muss so viel regulieren bei diesen Sprüngen. Uiuiui. Also, die wissen, wie SMW funktioniert, sehen das schon. Schätze ich mal. Aber wenn man nur zuschaut, wie ich das halt getan habe bei HF im Stream. Ich weiß zwar, wie SMW funktioniert, aber gerade das hier, das sehe ich dann halt doch noch nicht, wie das aussieht. Wie man das wirklich am Ende spielt. So. Können wir jetzt bitte... Nein! Ich habe mich nicht mehr getraut zu springen. Scheiße. Aber wir waren wieder weiter. Wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache sehr viel näher. Das ist doch schon mal was. Vielleicht schafft man es auch mit irgendeinem Tempo so abzuspringen, dass man wirklich nur... Ja! Das könnte auch irgendwie gehen. Dann muss ich vielleicht doch nicht so viel regulieren. Okay. Okay. Interessant. Wenn ich das beibehalten könnte, wie das gerade war... Noch, komm! Wie das gerade war... Ja, okay, das geht. Wenn ich dieses Tempo finde... Okay, das macht's einfacher. Okay, das macht's einfacher. Dann muss ich doch nicht mit der Sprungtaste regulieren. Ich muss jetzt nämlich nur die Geschwindigkeit anpassen. Vom Fall. Also nicht vom Fall, vom... hier. Also nach rechts drücken. Ich muss nur die Geschwindigkeit ein bisschen anpassen. Okay, interessant. Oh, das macht's einfacher. Gut. Ich versuche mich auf das zu konzentrieren. Ich versuche mich auf das zu konzentrieren. Ja. Okay. Es ist so eine Mischung. Es ist so eine... Ach, Mist! Es ist so eine Mischung irgendwie aus beidem. Okay. Okay, wir kommen der Sache näher. Wir schaffen es jetzt öfter. Ich bin guter Dinge. Nein! Na, da, ba, 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 ba. Na! Ja, jetzt hätte ich nur noch abspringen müssen.
Dann muss ich doch nicht Regraps machen. Sehr gut. Muss einfach nur die Taste loslassen. Keine Regraps. Alles gut. Es bleibt eine schwierige Stelle, aber sie ist jetzt lösbarer für mich geworden. Wir sehen trotzdem die Stelle, die Hälfte des Videos, aber das macht nichts. Sie fühlt sich jetzt nicht mehr so schwierig an wie davor. Also ich habe noch Probleme mit ihr, aber ihr merkt es ja auch an meiner Stimmung. Sie ist jetzt kontrollierbarer, sagen wir es so. Sie ist jetzt kontrollierbarer. Okay. Nein, genau da hätte ich den genutzt, ne? Da hätte ich den gebraucht. Okay, okay. Wir sind einen Schritt schon wieder weiter. Sehr gut. Sehr gut. Wir kommen voran. Trotzdem bin ich froh, dass ich damit nicht das Projekt gestartet habe. Ich glaube, da wäre ich dann doch schneller wieder bei selbst jetzt gewesen, als mir lieb ist. So habe ich jetzt schon... Kriegen wir es noch hin? Ja. Nice. Jetzt hier? Jawohl. Nein! Oh, da muss ich irgendwie das Rennen anfangen dann, ne? Uiuiui. Ich glaube, da kommt aber dann gleich der Midway Point. Ich glaube, kurz danach kommt der Midway Point, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, kurz danach kommt der Midway Point. Okay. Mist. Okay. Nein, nicht nochmal hoch. Da musst du loslassen, Kerl. Da musst du loslassen. Nein. Nein. Okay. Gut. Gut. Nein, den habe ich verpeilt. Scheiße. Okay. Also da muss ich wirklich sehr exakt drauf landen. Ja, das war zu wenig. Sieht gut aus. Ja, nein. Hätte gut aussehen können, wenn ich nicht am Ende gechoked hätte. Okay. Sehr schön. So. Zack. Na! Das ist... Ah, oh, diese Hitbox. Es wirkt so komisch an der Stelle, wenn man da hochspringt auf diesen Turm. Nein, ich habe wieder die Taste nicht losgelassen. Nein. 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 Ja, nein. Okay. Okay. So, zack. Ich hab's beim Sprung gewusst, dass es schief geht. Ich hab's einfach beim Sprung schon gewusst. Da muss man so hoch springen, höher als man denkt. Höher als man denkt, tatsächlich sogar. Nein, der war zu weit. Okay. So. Gut. Zack. Zack. Jetzt normal. Und jetzt den hier noch.
Oh, das wird... Oh, das also passt. Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass das noch passt. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch passt. Ich hab gedacht, ich habe den Rhythmus komplett versaut. So, jetzt vorher drauf. Und dann den nutzen. Und dann muss es mit dem passen. Ja. Nein, ich muss nur den... Das war's. Das ist der Midway Point. Okay, wir kommen zum Midway Point. Sehr gut. Ah, ich hätte nicht... Ich dachte, es kommt noch eine Plattform und dann war ich irritiert, weil die Plattform vorher kam. Aber ich muss ihn einfach nutzen und damit zum Midway Point springen. Okay. Na, Mann. Das hätte ich jetzt haben können. Jetzt stirbt man wahrscheinlich wieder ein paar Mal, bevor wir da wieder hinkommen. Oh, oh, wobei? Vielleicht schaffe ich es gleich. Nein! Okay. Wir kommen hin. Es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel bis zum Midway Point. Wir kommen hin. Boah. Es ist nicht mehr viel bis zum Midway Point. So, zack. Nein! Ah, das ist... Okay. So. Gut. Oh, oh, das könnte... Wobei, ist ja eigentlich... Eigentlich kann ich ja warten. Genau. Jetzt kommt hier die Plattform. Passt. Nice. Okay, jetzt haben wir's. Okay, schön. So, erster Teil. Ah. Ups, das war ein Delfin. Ich dachte, ich kann da drauf springen. Kann ich nicht. Was schmeißt? Okay. Ach, ich muss hier aus... Okay, ich muss hier aushalten. Deswegen werfen die da Bälle. Ich habe mich schon gewundert, wozu die da sind. Und was hat der jetzt? Ah, der hat Fische. Oh, der schmeißt Fische. Okay. Der bleibt dann aber auch da unten. Also da... Okay, verstanden. Und dann mit... Oh, okay. Hilfe. Jo, wie weiß ich denn, wie das passt? Ach du Schande. Okay. Vielleicht einfach, nachdem der erste kommt. Ja, okay. Gar nicht lange warten, gleich weiter. Hm. Hm, irgendwie so. Ja, ich glaube. Ah, wenn da oben nicht die Bälle wären, dann müsste ich da eigentlich hinkommen ganz gut. Ah, der ist immer der gleiche Ball, in den ich reinspringe. Ja, so war zu bald. Ich muss einfach den Rhythmus rausfinden, dann haben wir's. Ich muss nur den Rhythmus rausfinden. Der obere, der wirft zu viel. Der obere wirft zu viel. Jetzt. Yes! Und jetzt den hier mitnehmen und dann da. Okay, und jetzt keine Ahnung, was jetzt kommt. Was wirfst du jetzt? Hallo? Ach du... Okay, alles klar. Jetzt werfen sie alles Mögliche. Gut. Gut. Kann auch mal einen Fragezeichenblock werfen, ne? Ist kein Problem. Kann man mal machen. Aber zum Glück ist das direkt nach Midway Point, diese Stelle. Wenn das halt, das wäre jetzt, wenn das jetzt eine Stelle wäre, ne? Die man noch vor dem Midway Point spielen müsste. Ich glaube, das wäre wieder so ein Moment, wo ich sage,
sie selbst nicht. Ne? Aber so ist es halt direkt am Midway Point und das ist ja auch fair. Ne? So ist es ja, alles machbar. Man startet ja genau hier und das ist halt das erste Hindernis. So, warum nicht? Kann man machen. Schade. Nee. Oh, das Timing hier noch zu erwischen ist noch eine schwierige Geschichte, aber wir kommen der Sache näher. Nein, der war zu... Aber war knapp. Ich hätte gesagt, ich hätte ihn fast erwischt. Na, der war wieder zu. Aber wenn ich ein bisschen zu bald hingehe, dann ist der Ball halt wieder im Weg. Ja, 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 nice. Okay, so. Jetzt haben wir wieder die Geschichte. Jetzt schmeißt du mir deinen Block entgegen und dann, keine Ahnung. Na, das hätte funktioniert. Ja, das funktioniert. Okay. So kann ich es versuchen zu timen. Ja, jetzt ist wieder der Ball im Weg gewesen. Vorhin war er nicht im Weg, aus irgendeinem Grund. Ja, nice. Okay, wir kommen jetzt immer öfter hier hin. Sehr schön. Immer wieder schön, wenn deine Sache öfter funktioniert. Okay, da muss ich... Das Abspringen von einem nach oben fliegenden Block gestaltet sich sehr interessant. Weil der gibt mir so einen Schwung nach oben und dadurch springe ich überhaupt nicht mehr so hoch, wie ich dachte. Mist. Mist. Nice. Was auch immer das jetzt für ein Geräusch war, das hatten wir vorher nicht. Okay. Okay, na, das war's. Jetzt war's zu hoch. Jetzt habe ich extra versucht, mich nicht so, und dann war es doch zu hoch. Nice. Nein! Und die Frage ist, was kommt danach? Scheiße. Ich habe noch irgendeine Stelle im Kopf, wo man auch Shell-Jumps machen muss mit dem Viech da unten. Ich glaube aber, das ist kurz vorm Finale dann gewesen, also vorm Ziel gewesen. Irgendwie so. Ah, Mist. Irgendwie so war das. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr genau. Schon wieder das Geräusch. Was ist das denn? Ach, das ist, glaube ich, wenn der Block schon da ist oder so. Und keine Ahnung. Ah, okay. Hier muss ich den wieder nutzen. Also da dann auf ihn direkt drauf. Verstanden. Weiß man noch nicht, wie es dann da drüben weitergeht, weil irgendwie fehlt dann da was. Aber gut. Es wird schon seine Begründung haben. Nein. Ich hatte gerade ein echt gutes Muster. Das will ich eigentlich wieder gerne haben. Ja, das hier. Genau so, genau so. Genau das. Genau das. Passt. Wenn ich mir dieses Muster jetzt merken kann, dann kommen wir da immer wieder hin. Sehr schön. Sehr schön. Und auch das ist wieder so ein Punkt. Habe ich im letzten Part schon gesagt. Dieses Muster hätte man jetzt nie gelernt, wenn ich einfach so... Ich habe die Stelle einmal geschafft. Save State, zack, fertig. Und dann würde ich die ganze Zeit denken, oh, das ist ja voll willkürlich. Hier ist es ganz schwierig zu schaffen. Dabei, nein, es gibt ein Muster. Man kann es schaffen. Man kann es öfter schaffen. Und ich glaube, dadurch macht man sich durch Save States... Oh, okay, da kommt der Quaram. Ich glaube, dadurch macht man sich durch Save States oftmals Dinge schwieriger, als sie eigentlich sind, beziehungsweise man behält sie schwieriger im Kopf. Weil, schaut euch das an, die Stelle kriege ich jetzt hin. Hätte ich direkt nach dem ersten Mal ein Save State gesetzt und gesagt, ja, Stelle ist geschafft,
hätte ich nie das wahre Ausmaß dieser Stelle verstanden. Das ist schon so eine Sache. Wie gesagt, es gibt Abschnitte, da bin ich auch absolut, setze ich Save States, weil kriege ich nicht hin. So, keine Ahnung. Aber hier? Nein. Es ist so fair. Das ganze Level-Design ist bisher so fair. Außer halt, es funktioniert irgendwas wegen Technik nicht. So, ne? Mit LR-Tasten und so Kram. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ja, und ich glaube, den Schornstein müssen wir auch nochmal ohne Stage spielen. Oh Mist, das war blöd. Da war ich zu... Wie sagt man? Zu voreilig mit States. Ich denke, das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Aber es ist halt schon lang. Also, das ist schon ein langer Abschnitt ohne States, ne? Weil da kommt ja auch kein Midway Point. Es ist ja einfach nur dieser komplette Schornstein nach oben. Weiß ich nicht, ob ich das schaffen kann. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Irgendwann probieren wir es nochmal und dann sehen wir ja, ob ich es hinkriege oder nicht. Erstmal spielen wir das, was wir da haben. Und jetzt nicht noch alte Sachen nochmal neu. Wir haben noch genug vor uns. Wir haben noch genug vor uns. Der Hack ist riesig. Vor allem, wenn ich ihn ohne Stage spiele. Das wird... Na, oh! Das ist ja noch nie passiert. Und kann ja sein, dass ich ab der zweiten Welt oder so dann sage, übrigens Leute, das wird mir gerade zu schwierig. Ich brauche dann doch wieder meine States. Please don't be mad at me. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir lassen alles in Ruhe auf uns zukommen. Aktuell habe ich sehr viel Spaß, so wie es ist. Und das ist doch die Hauptsache. Nein, oh. Ach. Aber jetzt würde ich gerne langsam zu der Federstelle kommen. Ich glaube, das ist dann die Stelle, wo die Shells danach kamen. Die Shell-Chumps. Ich glaube, ja. Ich glaube, danach kamen die Shell-Chumps. Das wird nochmal eine... Das wird dann nochmal eine ganz interessante Geschichte. Eieieiei. Okay, so, jetzt. Jawohl. Ach nee, gar nicht Shell-Chumps. Ich hab gelogen. Die Viecher kommen. Ach, und dann hier Shell. Okay, so war's. So war's. Er schmeißt die Dinger hoch und dann ist eine Sache mit Shell-Chump und der Rest muss man mit den Viechern machen. Irgendwie so, genau. Okay, 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 okay. Da waren wir jetzt aber wieder ganz knapp vom Ende, glaube ich sogar. Ich glaube, da waren wir wieder ganz knapp vom Ende. Nice. Nicht so nice. Okay. Aber wir sind jetzt erst neu an der Stelle angekommen. Die muss ich jetzt halt noch ein bisschen üben. Und es ist gar nicht wahr gewesen. Wir werden nicht die Hälfte des Videos die Stelle vorne sehen, weil wir sind jetzt ja schon weiter. Aber es ist schon ein Großteil des Videos gewesen. Nicht die Hälfte, aber schon ein Großteil. Ich denke, das kann man dabei belassen. Mist. Also es hatte nicht... Die Stelle hatte nicht die absolute Mehrheit. Hä? Habe ich den denn jetzt ausgelöst? Bin ich da so schräg rangekommen? Interesting. Okay. Mache ich hier Fehler, die kenne ich noch gar nicht. Die will ich auch gar nicht kennenlernen eigentlich. Ach Mist. So, zacki, zack. Sehr schön.
Dann gib mir meinen Block. Gib mir meinen Block. Ach man, der kommt immer so bald. Verhindere ich dich da? Wie verhindere ich das denn? Dass der so bald kommt? Ja, jetzt kam er nicht. Okay, irgendwie muss mit der Art, wie ich da hinspringe, kann ich das manipulieren. Okay. Nice. Nice. Nicht nice. So passt's. So. So. Gib mir den. Yes! Ich glaube, das war's. Ich glaube, das ist wieder so ein Sprung ins Ziel. Genau. Danke für den Stern. Oh, schön. Schön. Okay, lasst uns, weil wir jetzt... Also es ist jetzt zu wenig für ein neues Level, die Zeit. Aber wir können noch mal ganz kurz den... Lasst uns das noch mal kurz probieren. Oh, ich starte direkt hier. Interessant. Lasst uns das noch mal kurz probieren. Mal gucken, wie weit wir kommen ohne States. Ah, so ist falsch. Muss da schon irgendwie... Nee. Nee. Ich verstehe bis jetzt nicht, warum hier Toho-Musik läuft. Aber es ist großartig. Nee, das ist zu wenig. Ich muss da wirklich... So, genau so. Genau so, okay. Ja, ich darf keinen zweiten. Nee, ich darf keinen zweiten. Es geht einfach nicht. Ich muss direkt durch. Sagte er und macht trotzdem wieder einen zweiten. Aber wie habe ich das denn gerade gemacht, dass ich da durchgekommen bin? Ah ja, so, okay. Erst so ein bisschen hoch, dann drauf. Ja, genau so. Sweet. Na, jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Ah, ich lerne es nicht. So nämlich. Okay. Gecheckt. Und da kam dann an der blauen Münzestelle, kam, glaube ich, ein Swampy runter, ne? Ich glaube, da kommt ein Swampy runter. Ach, nee! Da kommt der Kollege. Stachy kam da runter. Wobei, Stachy darf ich nicht sagen. Stachy sind andere Gegner. Ich darf die Stacheln nicht Stachy nennen. Und einfach Stacheln. Da kommt der Swamp, okay. Hallo Swampy. Dann kommt der da und dann ist doch schon das Ziel da oben, oder? Ist da nicht schon das Ziel? Also viel war da nicht mehr. Mist. Ah, die Musik ist... Sie ist großartig. Ich verstehe nur nicht, warum sie hierfür gewählt wurde. Aber sie ist großartig. Vermutlich, weil es halt einfach passt. Keine Ahnung. Ach, Mist. Mach doch gleich bessere Laune.
Mist. Yes. So. Nein. Ah. Die Stelle muss ich noch üben mit dem Swampy. Bruder. Lied ist einfach zu episch, um ordentlich zu laufen. Okay. Nein! Ach, Mann! Ah! Mach keine Fehler jetzt, Junge. Spiel ordentlich. Mach nur den Fehler oben, wo du noch neu willst. Nicht vorher. Bitte einfach mal nach oben jetzt kommen. Das wäre sehr chill. Ja, genau so. Sehr schön. Sehr schön. Und dann, da muss ich das Timing noch hinkriegen. Aber das ist okay. Da zu sterben ist okay, weil das habe ich ja bisher noch nicht geschafft. Oh shit. Hat halt für alles immer nur einen Versuch. Nein, zu langsam. Aber auch hier wieder, ich merke es jetzt erst so, die Genialität dieses Levels merkt man erst, wenn man es wirklich am Stück spielt und nicht mit verschiedenen States. Das wäre jetzt bei Kaizo, wäre das für mich nicht drin, weil dafür bin ich einfach deutlich zu schlecht, so. Aber, das war zu bald. Aber hier... Ich habe ja da gestatet an mehreren Stellen, ne? Das ist aber einfach... Ist einfach schlecht gewesen. Das spielt sich so schön flüssig, wenn man das hinkriegt. Nein! Jetzt aber. Yes. So, und jetzt kam da oben irgendwas runter. Ich glaube, eine andere Säge oder so, ne? Genau. Und auf die muss ich drauf. Mist. Nein! Ach Mann! Also das oben wird schwierig. Mit von der einen Säge auf die nächste, das wird noch eine schwierige Stelle. Definitiv. Und da kam noch gar nicht das Ziel, glaube ich. Da kam noch was anderes. Irgendwas kam da noch. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwas kam da noch. Und ich weiß leider nicht mehr, was es war. So, wir sind wieder oben. Okay, wie mache ich das jetzt? Nein! Auf jeden Fall nicht nach links in die Wand rein. Das so schon mal nicht. Nein! Ah, zu bald! Zu bald nach rechts gedrückt. Sehr schön. Jetzt! Okay. Doch, das war das Ziel! Das war das Ziel! Das ist das Ziel! Das Ende! Doch, das war genau das! Oh, krass! Ich habe 3 Save States oder so gesetzt damals. Ne? Waren es 3? Ich weiß nicht, wie viel es waren. So, als hätte ich das Level in so ganz viele Abschnitte aufgeteilt. Dabei ist es super kurz und das merkt man erst, wenn man es mal wieder ohne spielt. Das merkt man erst so. Ich hatte nach dem Level das Gefühl, hätte ich niemals ohne Save States geschafft. Das ist so ein Trugschluss. Das ist unfassbar.
Das ist unfassbar, wie... Wie gut das hier alles zu spielen ist, wenn man, sich mal drauf einlässt. Außer es hackt halt. So, dann... dann wird's kritisch. Aber auch das... Zack, jetzt muss ich nur noch die Röhre treffen. Ja, danke. Das Röhre treffen ist halt scheiße. Also, Röhre treffen, sage ich immer wieder, was für mich Pflicht ist. Wirklich Pflicht als Levelersteller. An eine vertikale Röhre, die man von unten betreten muss, Ranken ranzusetzen. Weil die Schwierigkeit kann nicht sein, diesen blöden Pixel zu erwischen. Ich weiß, dass es kein Pixel ist. Aber diese blöde Stelle zu erwischen... Oh lol, ich hab noch gelebt. Diese blöde Stelle zu erwischen, ab der man... bei der man die Röhre betreten kann. Das ist so ein Müll. Das ist so ein Müll. Und da kann der Ersteller nichts dafür, weil das ist ein SMW-Müll. Aber der Ersteller kann was dafür, wenn er da nicht Ranken hinsetzt. Weil durch Ranken kann man halt einfach deine Röhre betreten. Und... ich sehe es nicht als Erhöhung der Schwierigkeit an, eine Röhre einfach ohne Ranken betreten zu müssen, weil das ist einfach Müll. So. Also wenn ihr Ersteller seid, bitte setzt Ranken an Röhren. Danke. Gilt nicht so für Mario Maker, da ist es zwar auch cool, wobei doch, eigentlich für Mario Maker gilt es auch. Eigentlich gilt es auch für Mario Maker. Da ist zwar nicht so ganz so schwierig, in so eine Röhre zu kommen, aber doch, es ist schon schön, wenn da Ranken landen. Das hat schon was von fairem Level-Design. Bisschen schade, dass hier keine Ranken sind. Weiß nicht, ob der sich gedacht hat, ist es Absicht, es soll wirklich schwierig sein, in die Röhre zu kommen, oder ob er halt einfach nicht dran gedacht hat. Nein! Ach, Mann. Weil so ein bisschen hat man das, glaube ich, erst ab Mario Maker dann so gehabt mit den Ranken, oder? Da habe ich das jedenfalls auch die ersten Male dann wahrgenommen, kann man sagen. Dass Leute Ranken an Röhren setzen. Um leichter... Ach, Mist. Um leichter reinzukommen. Also das wäre hier halt wirklich... Ne, weil wenn da oben Ranken wären, hätten wir es jetzt schon. Nein! Ach Mann! Ich werde mich nicht beschweren. Einzig, wo ich mich beschweren werde, ist, wenn ich die Röhre oben nicht treffe. Dann werde ich mich beschweren. Alles andere ist meine eigene Schuld. Die Röhre nicht treffe, ist an sich ja auch meine eigene Schuld, aber halt... ja, nicht so leicht zu kontrollieren wie alles andere. Alles andere kann man eigentlich wirklich gut kontrollieren. Und ja. So langsam würde ich es dann gerne mal schaffen, weil jetzt wird das Video auch schon wieder länger, als es soll. Ich wollte noch ein paar mehr Videos aufnehmen. Naja. Muss halt gucken, wie ich es schaffe. So, zack. Okay, jetzt. Drauf. Okay, so. Ja, das, das war dann der Moment. Nein! Glück kommt man ja immer schnell wieder hoch. Also es ist ja wirklich nur das bisschen. Ach Mann, dem Hitbox von dem Typ da oben nervt mich auch. Das ist ja unfassbar. Den hätte ich doch jetzt sowas von mitnehmen können. So. Nein! Hör
Können wir das bitte vor einer Stunde schaffen? Das wäre ganz schön. Ich wollte eigentlich jetzt nicht so einen langen Part draus machen. Ich wollte nur mal reingucken in den Turm und habe eigentlich fast gedacht, ich werde schnell wieder aufgeben, weil es dann doch zu schwierig für mich ist. Und jetzt ist es doch nicht zu schwierig für mich. Worüber ich mich ja freue. Okay, komm. Nee! Oh, das ist, was ich meine. Diese Scheißröhren. Ah! Oh. Wir hätten es jetzt schon dreimal geschafft. Nur weil man durch diese blöden Röhren nicht vernünftig reingehen kann. Guck mal, wie schnell ich... da wieder hochkomme und dann an der Stachel sterbe. Ja, ich wiederhole mich. Guck mal, wie schnell ich wieder hochkomme. Es ist ja effektiv... Wow! Es ist ja effektiv wirklich kein... Also wenn man das mal ein bisschen gespielt hat, ist es wirklich nicht mehr schwierig, da hochzukommen. Bin ja jetzt schon wieder oben. Also was so... Ja, okay. Karma, war klar. Aber trotzdem, also... In 20 Sekunden oder so ist man da oben. Und dafür habe ich 3 Save States genutzt. Wirklich. Yes! Oh mein Gott. Oh, guck mal, jetzt könnte man sich den Mond auch normal holen. Ohne den Peach-Jump. Ah, interessant. Schön! Wir haben es aufgeholt. Ich bin happy. Das Spiel hat mir dafür nichts gegeben, logischerweise, weil das Spiel ja nicht weiß, ob ich gestatet habe oder nicht. Ich habe also keine Belohnung bekommen. Aber es ist für mich einfach, für mein eigenes Empfinden, war es einfach richtig, es so zu spielen. Nochmal. Okay. Das heißt, das einzige Level bisher, wo wir wirklich gestatet haben, ist das hier unten. Das ist aber, wie gesagt, wenn ich irgendwann mal einen Controller angeschlossen habe mit LR-Geschichte, dann können wir das nochmal neu probieren. Ich lasse jetzt auch dieses Ballon-Level erstmal aus und dann gucken wir mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal gibt es offenbar etwas mit Grindern. Oh je. Mehr Spin-Jumps, wenn ich das dann richtig interpretiere. Und tschüss.